mit den Fans im Rücken, erstes Heimspiel. Ich glaube, da werden wir alle brennen. Ja, erstmal habe ich ja schon das Spiel letztes Jahr angesprochen, wo wir, glaube ich, locker oder hätten einen Punkt verdient gehabt. Dann muss man sich, glaube ich, auch nur das Spiel angeguckt haben am Freitag, was Leverkusen gerade zweite Halbzeit gemacht hat, wie viele Probleme die Bayern da hatten. Und dann, wie schon gesagt, mit den Fans im Rücken, erstes Heimspiel. Ich glaube, da werden wir alle brennen, um hier wirklich das Stadion beben zu lassen und die Fans mitzureißen. Und das sind schon mal ein paar Dinge, die mich sehr, sehr, sehr optimistisch stimmen. Dazu kommt noch, dass wir einfach mehr drin haben, als wir am Wochenende zweite Halbzeit gerade dann abgerufen haben. Ja gut, das hat ja jeder gesehen, dass wir nach vorne dann nicht das gespielt haben, was wir können. Ich glaube, letzte Saison hat man ja mit der gleichen Mannschaft praktisch, haben wir ja auch enorm viele Tore geschossen, viele Chancen kreiert und da haben wir halt hinten ein paar zu viel reingekriegt. Und jetzt im ersten Spiel hat es halt defensiv vernünftig geklappt, aber wie schon gesagt, die Balance war noch nicht ganz da, dass wir auch nach vorne mehr Akzente setzen. Und ich glaube, da schlummert halt noch Qualität. Bei Bayern läuft es auch noch nicht alles super, und von daher, warum soll man da nicht versuchen, das so ähnlich wie Leverkusen ein bisschen zu gestalten? Trotzdem muss man da jetzt nicht gleich alles wieder schwarz malen und die große Krise andichten, sondern wir haben ein Spiel verloren, wissen, was wir besser machen müssen, ziehen unsere Lehren daraus, und jetzt kommt einfach ein Spiel, wo man ja letztendlich auch nur gewinnen kann. Und da werden wir versuchen, unsere Chance zu wittern und zu nutzen.